euch gewartet. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Hier denn hier. Wir sortieren die Beute von Karneval. Die ganze Schule an unserem Umzug teilgenommen. Alle dritten und vierten Klassen hatten dieselben Tüten von Bonbons. Alle Kinder trugen die gleichen Kostüme und die Eltern haben die Schilder getragen. Und am Rand stand die erste und die zweite Klasse und haben uns zugeguckt und zugerufen. Wir hatten alle blaue Kostüme an, wo schmelzende Eisschollen, Pinguine und Eisbären und was noch zum Klima gehört. Komm, wir zeigen euch, wie wir mit den Schildern ausgesehen haben. Komm mit uns zusammen. Alle viel Spaß und die Leute schauten auch sehr gern zu. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir in der Schule machen. Kommt mit, wir zeigen euch noch mehr. Hier gibt's auch was Spannendes. Sag mal, was macht ihr denn hier? Wir haben das Umweltmusical Eisbär Dr. Ping und die Freunde der Erde aufgeführt. Dabei wurden wir gefilmt. Wir zeigen den Film gerne mit unserem Fernseher. Ich habe ein ganzes Musical aufgeführt. Ja, und zwar mit dem gesamten Schulchor und der Musical AG. Für alle Eltern und Kinder und viele Gäste mehr. Es war ein wahnsinniger Erfolg. Aber das ist immer noch nicht alles, was wir tun. Schule sammelt ein Papier. Daraus kann man Neues machen. Und wir zeigen euch mal, wie wir das genau machen. Hallo, erzählt doch mal unseren Zuschauern, wie wir es genau machen mit dem Papier. Das ist unsere Altpapiersammelecke. Hier werfen die Schüler ihr Altpapier hinein. Wenn der Eimer voll ist, wiegen wir ihn und tragen das Gewicht in die Liste ein. So wissen wir genau, wie viel wir gesammelt haben. Seht ihr, es ist schon wieder eine Liste voll. Besonders wichtig ist es für uns, Energie zu sparen. Das macht auch jede Klasse. Jessie, erklär uns mal, warum Punkte auf den Lichtschaltern sind. Benutzen wir den grünen Lichtschalter, gehen nur die wichtigsten Lampen an. An besonders dunklen Tagen benutzen wir aber auch den roten Lichtschalter. Sebastian und Finn, ihr habt in dieser Woche eine besondere Aufgabe. Wir sind die Energiespardetektive in dieser Woche. Wir sorgen dafür, dass wir in der Pause Stoß lüften und das Licht ausschalten. Und außerdem sorgen wir dafür, dass der Wasserhahn fest zugedreht ist. Nun kommen wir zu unserer neuesten Idee. Ihr fragt euch bestimmt, warum wir hier alle mit Jacken sitzen. Mike, erklär mal unseren Zuschauern, wie das hier geht. Wir lassen für einen Tag unsere Heizung aus. Dabei kann man viel Energie sparen. Wir haben in unserer Schule 20 Räume und da sparen wir dann mal 20 Räume.
kannst dir sicherlich vorstellen, dass man dabei sehr viel spart. Wir machen das sehr gerne für die Umwelt. Stell dir mal vor, das würden alle Menschen machen, was man da sparen könnte. Huh, wo seid ihr denn alle? Kleine Hände können Großes bewirken. Wir in der Barbara-Schule machen vieles für die Umwelt. Und was machst du? Wir helfen mit!